Herren, ich bin's, der Kassian Fritz aus Blidderstorf. Ihr glaubt ja gar nicht, wie ich mich freue, dass das mit meinem Auftritt heute doch noch geklappt hat. Weil letztes Jahr habe ich ein bisschen über meine Familie erzählt und dann sind meine Eltern teilweise im Dorf gemobbt worden. Deswegen darf ich nur auftreten, wenn ich auch wirklich nur Gutes erzähle. Also für die, die mich noch nicht kennen, meine Familie sind meine drei heißgeliebte Brüder. Meine Mutter, die gut aussehende schlanke Blondine hier vorne, war Bedingung, dass ich das sage. Und mein Vater, der mindestens genauso tolle, von vielen Frauen umschwärmte Testosteronträger mit Wahlglatze. Wahlglatze? So. Was heißt eigentlich Wahlglatze? Wahlglatze heißt, dass mein Vater eigentlich dicke, volle Haar bis zu den Schultern hat. Die hat er sich aber abrasiert, weil das ist jetzt modern und alle Frauen da drauf stehen. Also, ich stelle fest, mein Vater hat keine Glatze aus Altersgründen, noch aus hormonellen Gründen. Letztes Jahr ist er nämlich wegen seiner Glatze schief angeguckt worden. Aber jetzt stellt euch mal vor, war er doch letztes Jahr beim Musikverein auf dem Jubiläumskonzert, als ihn einer gefragt hat, ja Sie, könnte Sie bitte vor mich sitzen? Mein Arm ist verstaucht und ich kann nur mit einer Hand klatschen. Da hat sich der Papa umgedreht und dem erklärt, dass es überhaupt nicht gehen wird, weil er zur Feier des Tages sein Haar transparent gefärbt hat. Wegen dem ganzen Aufstand will sich mein Vater seine Logoman und sein Pony wieder wachsen lassen. Aber diesen Sommer will er noch einmal mit seiner fleischfarbenen Badekappe am Baggersee schwimmen gehen. Also, wie ihr ja jetzt schon alle wisst, ich darf nur Gutes erzählen. Aber über meinen Vater gibt es ja auch bloß Positives zu berichten. Ja. Und weil es für Mama ein bisschen schwer im Haushalt mit vier Kindern ist, hat er beschlossen, der Mama im Haushalt ein bisschen zu helfen. So gut, wo es geht. So gut, wo es halt geht.
Letztens ist Mama heimgekommen und hat sich ziemlich über den Papa aufgeregt. Er ist nämlich am helligsten Tag auf die Couch gelegen. Aber da hat er wirklich nichts dafür gekonnt. Nämlich, als er den Staubsauger anmachen wollte, hat er das komplette Kabel mit rausgerissen. Er hat meint, der geht wie der Rasenmäher an. Und das ist noch nicht alles. Beim Stadtversuch hat es ihn so nach hinten gehauen, dass es ihn zweimal in die Luft gedreht hat. Und dass er dann völlig unverhofft und völlig unglücklich zugedeckt auf der Couch gelandet ist. Am nächsten Tag wollte dann Mama ein bisschen besänftigen, indem er das ganze Haus von oben bis unten putzt. Man stellt sich vor, das ganze Haus. Als ich dann von der Schule heimgekommen bin, ich habe mit Tränen vor dem Fernseher gesessen und hat mir erzählt, ich bin schon gleich am Anfang mit Putzen so schnell gewesen, dass mir wegen Geschwindigkeitsüberschreitung den innerorts den Lappen abgenommen hätten. Er wird ja liebend gern der Mama helfen, aber dazu kommen ja noch seine massiven gesundheitlichen Probleme. Seine Haut ist zu kurz. Immer, wenn er auf der Couch seine Beine lang macht, klappt das Auge zu. Reinlichkeit und Fleckenfreiheit mit dem Lappen in der Hand. Darum lass die Männer kehren, täglich gründlich mit Herz und Verstand. Jede Küche, jeden Hausflur, lasst sie wischen, blitzeblank. Glänzt als Ganzes im Glück des Glanzes. Wische reinlich, bis abfällt die Hand. Glänzt als Ganzes im Glück des Glanzes. Auch über die Mama soll ich bloß Gutes erzählen. Jetzt wird's aber eng. Ah, apropos eng. Meine Mutter vertritt seit neuestem den Standpunkt, dass Diäte und sportliche Ertüchtigung ungesund sind. Da sie aber immer noch mit ihren Freundinnen ab und zu mal in der Hopfenschlinge tanzen gehen will und immer noch in ihre außerhalb der Familie ausgehende Garderobe reinpassen will, hat sie beschlossen, so ein komisches Unahemd zu bestellen. Das heißt irgendwie Shapewear oder so. Das ist quasi so ein langes Unterhemd, wo so wirklich alle unnötige Speckrolle an den Körper presst, dass man anstatt in Größe 44 urplötzlich in Größe 38 reinpasst. Also, stellt euch vor, ab in die Hopfenschlinge, heimkommen, nichts getrunken, Nachthemd an, ab ins Bett. Eine halbe Stunde später wachte Papa auf und der hat Geräusche vernommen,
wie wenn Bettwanze Asthma hätte. Mama hat einen Hustanfall gehabt, nimmer atmen können, nur noch kröchelt. Der Papa hat schon gemeint, er musste Notarzt alarmieren, bis er endlich gemerkt hat, dass die das Bauchweghemd noch an hat. Nachts bei uns in Aufruhr. Bis der Papa endlich das Teppichbodenmesser gefunden hat, der Mama das Bauchweghemd aufgeschnitten hat und sie aus ihrer Textilgefangenschaft befreit hat. Gott sei Dank ist ihr nichts passiert. Mama von ihrer Rundungen her komplett okay. Wir sind sehr stolz auf sie, dass sie immer noch in ihre Bettwäsche von letztem Jahr reinpasst. Jetzt stellt euch mal vor, im ganzen letzten Jahr hat Waage Error angezeigt. Und sie freut sich, dass sie ihr Gewicht hält. Also, jetzt mal Spaß beiseite. Mama nimmt jetzt doch an dem Sportprogramm teil. Sie ist jetzt schon seit 3 Wochen auf dem Laufband und ab morgen schaltet sie sogar ein. Und ins Fitnessstudio ist sie jetzt auch noch gegangen. Da hatte Fitnesstrainer zu ihr gesagt, sie soll mal mit ihrer Fingerspitze ihre Zehe guten Tag sagen. Und zwar so. Da hat sie gemeint, oh, das reicht doch, wenn man den Winke tät. Einmal war sie bei den, wie heißen die nun mal? Danke, Whale Watchers. Und einmal hat sie sogar eine Null-Diät gemacht. Also ihr wisst ja, was das ist, so überhaupt nichts essen. So gar nichts, so nichts nach Finiende, überhaupt nichts. Aber das war nicht so eine gute Idee. Ja, eines Tages, ja, da wird es blöd. Die Mama, die machte eine Null-Diät. Sie ging mit leerem Bauch ins Bett hinein. Der Papa, der schläft trotz Flurgeräusch ein. Ja. Thank you.
Ich fange nochmal an, das hat mich jetzt verwirrt. Ja, eines Tages, ja, da wurde es blöd. Die Mama, die machte ne Null-Diät. Sie ging mit leerem Bauch ins Bett hinein. Der Papa, der schläft trotz Knurrgeräusch ein. Alter, jetzt habe ich den Ton nicht mehr, danke. So. Ich mach's jetzt nochmal. So. Ja, eines Tages, ja, da wird es blöd. Die Mama, die machte eine Null-Diät. Sie ging mit leerem Bauch ins Bett hinein. Der Papa, der schläft trotz Flurgeräusch ein. Säusel von Verlangen und dann hört er leis, ich will dich sofort, denn ich liebe dich heiß. Da ruft der Papa, ja, ist das denn wahr? Ja, endlich mal wieder, mein Schatz, ich bin da. Ey, ich hasse es. Um vier wird's wach. Er glaubt es kaum. Sie krallt sich ans Deckbett. Schreit durch den Raum. Sie schreit, ja, geht's noch, ja, bist du denn blöd? Du weißt überhaupt nicht, um was es hier geht. Ich hab riesen Hunger und du machst Witze. Ich träum vom Sack Pommes und fünf Wiener Schnitzel. Seele in unserer Familie ist aber immer noch die Oma. Einmal hat sie eine Kaffeefahrt nach Hamburg gewonnen. Also in Hamburg, St. Pauli, an Fischmarkt angekommen, laden alle Mitfahrer ihren Koffer aus. Dann ruft der Busfahrer zu der Oma: Ha, Sie? Wo haben Sie denn Ihren Koffer? Oh, sagt sie. Den habe ich da drüben ins Hafenbecken eingeschmissen. Schlägt sich der Busfahrer die Hände über den Kopf zusammen und schreit: Ja, wie kommen Sie denn auf die Idee, Ihren Koffer da reinzuschmeißen? Da sagt sie: Ha, hallo, können Sie nicht lesen? Da steht's groß und breit auf dem Schild: Deutsche Werft. Als sie dann wieder heimgekommen ist, haben wir uns entschlossen, dass wir alle mal zusammen einen Ausflug machen. Sonntags gehen wir in der Karlsruher Zoo. Also, dann waren wir im Zoo drin. Schönes Wetter, bester Tag.
ein Haufen Leuten. Auf einmal guckt Oma und schreit: Oh lieber Gott, guckt mal. Ach herrje, ist das ein Wiechter auf. Da sagt mein Bruder: Alter Oma, psch, bist nicht ruhig, wir sind doch erst an der Kasse. Unsere Oma holt uns vier Brüder immer von unserer Musikschule ab. Und dann haben wir natürlich immer einen Bärenhunger. Deswegen muss sie immer mit uns ins McDonald's fahren. Bei ihrer ersten Fahrt durchs McDrive hat sie ungeduldig gerufen: Hallo, kann ich bestellen? Hallo, kann ich jetzt bestellen? Keine Antwort. Sie schreit nochmal, diesmal lauter: Hallo, kann ich jetzt endlich bestellen? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Mir von hinten: Oma, was machst du? Zischt sie nach hinten: Sei da nicht ruhig. Ruhig da hinten jetzt. Ich bestell gerade, ich muss mich konzentrieren. Kinder, was ist denn? Oma, du musst noch 3 Meter weiter vorfahren. Am Mülleimer kann man nicht bestellen. Okay, hat sie gesagt. Meine ihr, das weiß ich nicht. Da hat sie den Gang reingehauen und ist vorgefahren. Herzlich willkommen bei McDonald's. Ihr habt eine Bestellung, bitte. Boah, endlich. Ich will 4 Pommes frites, 4 Cola und 4 20er Nuggets. Darf doch was sein? Ach nee, so gesund ist euer Essen auch wieder nichts. 48,80 Euro bitte. Was? 100 Mark? Da hätte man ja fast ins Essen gehen können. Fahrt die bitte vor. Fährt sie vor zum Schalter. Mir warte und warte. Dann fragt die Oma die Frau an der Kasse: Ja, sage sie mal, warum brauche denn die Nuggets so lang? Ist der Koch krank? Oma hat immer ein offenes Ohr. Sie ist die coolste Frau der Welt. Unsere Oma ist mega hardcore. Die immer zu uns hält. Da, da, da.
Sandra ist die beste Frau dieser Welt. Dam, 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 dam. Oma, ihr seid wunderbar. Singen alle Halleluja. Friede, Freude, feiert heut auf die besten Leute. Vortrag. Im Übrigen stimmt alles, was er erzählt hat, das weiß ich ganz sicher. Lass dir vom Pagen gleich noch den Orden überreichen und dann hau nochmals in die Tasten für die Zugabe. Wintersdorf liegt weit über dem Feld, dam, dam. Dam, dam, ist das zweitbeste Volk dieser Welt. Dam, 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 dam. Wintersdorf, ihr seid wunderbar. Singen alle Halleluja. Friede, Freude feiert heut auch die besten Leut. In Veltsheim, der Stern am Himmelszelt. Dam, 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 dam. Volk dieser Welt. Dam, 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 dam. Iffelsheim, ihr seid wunderbar. Singen alle Halleluja. Friede, Freude feiert heut auf die besten Leute. Everybody now. Iffelsheim, ihr seid wunderbar. Singen alle Halleluja. Friede, Freude feiert heut. Und nun dürfen wir ausrufen auf Kassian ein dreifach donnerndes Ipse! Wieder vor! Ipse! Kapelle, wieder Ausrufmann!